Liebe Geschwister, wir wollen heute uns dem edelsten Wissen widmen. Und das Wissen wird umso edler die Thematik ist. Und welche edlere Thematik könnte es geben, als Allah Ta'ala selbst und seine Namen und seine Eigenschaften? Und Ibn Arabi hat dies explizit festgehalten, dass das edelste Wissen, was existiert, das Wissen über die Namen von Allah Ta'ala ist. Und Allah Ta'ala hält im Koran fest, und das ist ein Phänomen, ich weiß nicht, ob es in der heutigen Zeit angestiegen ist oder ob dies schon etwas war, was die Weltgeschichte durchweg begleitete. Von dem, was man studiert oder von dem, was man auch wahrnimmt, von den Fort- oder Rückschritten allein der letzten Jahre, der letzten Jahrzehnte, würde ich meinen, dass es ein Phänomen ist, was in der heutigen Zeit stark angestiegen ist, im Vergleich zu den vorherigen Epochen, und seien auch diese problembehaftet, selbstverständlich. Allah Ta'ala sagt im Koran, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Sie kennen nur das Äußerliche vom diesseitigen Leben. Aber was das Jenseits anbelangt, so sind sie dessen komplett achtlos. Die Wissenschaften, die sich mit dem Weltlichen befassen, die natürlich auch ein Teil unserer Religion sind, der Materialismus, die Konsumgesellschaft, wir sind Spezialisten in diesem Feld. Wir wissen zu diesem Thema alles. Aber was das Jenseits anbelangt, was Allah Ta'ala anbelangt, seine Namen, seine Eigenschaften anbelangt, so sind wir mehr oder weniger unachtsam diesem edlen Wissen gegenüber. Und es ist ein Wissen, liebe Geschwister, von den Namen Allah Ta'alas, was sehr praxisrelevant ist. Allah Ta'ala verbindet zwischen der Theorie und der Praxis, wenn es um seine Namen geht. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Und Allah Ta'ala, ihm gehören die schönsten Namen. So bittet ihn durch diese Namen. Und Ibn al-Qayyim, er hat festgehalten, möge Allah Ta'ala mit ihm zufrieden sein. Und dies auch durch koranische Verse und auch durch Begebenheiten aus dem Leben unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bewiesen, dass es jeweils für bestimmte Sorten von Bitten auch bestimmte Namen von Allah Ta'ala gibt, mit denen man Allah Ta'ala bitten möge. Es macht beispielsweise keinen Sinn, dass man Allah Ta'ala darum bittet, oh Allah, bitte versorge mich mit Vermögen, damit ich heiraten kann, damit ich dies und jenes meinen Kindern ermöglichen kann, denn du bist der Allhörende, der Allwissende. In dem Moment passt das nicht, weil man bittet Allah Ta'ala, man fleht ihn an, über die Eigenschaften, die er hat, über die Namen, die er hat, die mit der Großzügigkeit verbunden sind, die mit der Versorgung in dem Moment verbunden sind, nicht die mit anderen etablierten Namen bzw. Eigenschaften von Allah Ta'ala verbunden sind. Das heißt, und das Bittgebet, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ist der Kern des Dienst, ist der Kern unseres Glaubens. Wenn wir also unsere Bittgebete nicht richtig verrichten können, weil wir die Namen von Allah Ta'ala nicht richtig kennen, dann haben wir A, Allah Ta'ala nicht richtig kennengelernt und B, unsere Bittgebete haben nicht diese Stärke, die sie bekommen könnten oder die sie haben würden, wenn wir Allah Ta'ala mit seinen dazu passenden Namen bitten würden. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass Allah Ta'ala 99 Namen hat. Und derjenige, der sie behält, man ahsaha, wir kommen gleich dazu, der wird das Paradies betreten. Und er wird vorher schon im Paradies leben, liebe Geschwister. Allah Ta'ala hält im Koran fest, dass der Gläubige, dass die Muslime durch das Gedenken an Allah Ta'ala Seelenruhe bekommen. Seelenruhe bekommen. Das heißt, wenn man Allah Ta'alas gedenkt, und das tut man auch über den Weg, dass man seine Namen und seine Eigenschaften gedenkt, dann bekommt man Seelenruhe im Diesseits. Wenn man die Bittgebete damit auch verknüpft, erfülltere Bittgebete, und im Jenseits garantiert der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass man das Paradies betreten wird.
Was bedeutet man Ahsaha, derjenige, der sie behält? Zusammenfassend kann gesagt werden, aufbauend auf den Worten von Ibn al-Qayyim und anderen Gelehrten, darunter Ibn Hajar al-Asqalani, dass vier Ebenen damit angesprochen sind. Und Gelehrte bevorzugen bzw. sondern die eine oder andere Ebene aus in ihrem Schlussurteil und manche sehen das Ganze umfassender. Ibn al-Qayyim hat gesagt, man ahsaha bedeutet in der niedrigsten Stufe, dass man die Namen auswendig lernt. Die niedrigste Stufe, liebe Geschwister. Es geht nur um 99 Namen. Darauf aufbauend, dass man sie versteht, dass man sich mit der Bedeutung beschäftigt. Und darauf aufbauend, also das war die mittlere Stufe und die höchste Stufe nach Ibn al-Qayyim, ist, dass man diese Namen dann auch verwendet in seinen Mitgebeten. Ibn Hajar al-Asqalani, er fügte noch ergänzend hinzu, dass der Iman an diese Namen auch verlangt ist. Und das ist natürlich etwas, was den einen Muslim vom anderen Muslim unterscheidet, vom Grad her. Beide mögen den Namen kennen, aber der Iman bezüglich dieser Eigenschaft und die Konsequenzen, die damit verbunden sein sollten im Leben eines Muslims, ja, diese beiden Punkte variieren natürlich von Muslim zu Muslim. Der Iman also, und Ibn Hajar al-Asqalani fügte noch hinzu, um das eine vom anderen auch nicht zu trennen, die Taten, das Handeln nach diesem Wissen. Das heißt, wir bewahren die Namen von Allah auf unserer Festplatte. Das Gehirn ist angesprochen. Wir verstehen sie und verinnerlichen sie. Damit ist unser Herz angesprochen. Wir benutzen diese Namen in unseren Bittgebeten. Damit ist die Zunge angesprochen. Und unsere Hand ist dadurch angesprochen, dass sie auch nach diesen Namen handeln mögen, liebe Geschwister. Ibn Battal, einer der Großgelehrten, erteilte die Namen von Allah Ta'ala in vier Kategorien ein. Praktische Kategorien wiederum. Namen, die eine Eigenschaft beinhalten, die auch im Menschenmöglichen anzuerziehen ist. Wenn Allah Ta'ala beispielsweise davon spricht, dass er Ar-Rahim ist. Und er bezeichnet den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Koran auch als Rahim. Und die Barmherzigkeit wird auch aufgefordert. Derjenige, der nicht den Erdenbewohnern barmherzig ist, dem wird Allah Ta'ala auch nicht barmherzig sein. Das heißt, diese Eigenschaft, Rahma, im menschenmöglichen Rahmen soll man sie sich anerziehen und danach handeln. Dann wiederum gibt es Namen von Allah Ta'ala, da gibt es nichts Menschenmögliches. Nicht ein Atömchen da dran. Al-Ilah, die wahre Gottheit. Damit haben wir nichts zu tun, liebe Geschwister. Und davor sollte man sich demütigen. Vor dieser Eigenschaft bzw. vor diesem Namen. Dann gibt es Namen, die wiederum in einem Hoffnung erwecken mögen. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Ghafur. Und Namen auf der anderen Seite, das ist die vierte Kategorie, die in einem Ehrfurcht erwecken mögen, dass man mit diesem Namen, mit der Realisierung dieses Namens, wer möchte schon etwas damit zu tun haben, dass Allah Ta'ala Al-Hasib ist, derjenige, der abrechnet? Einer von uns? Kein verständiger Mensch. Oder dass Allah Ta'ala Al-Qahhar ist, Al-Jabbar ist, derjenige, der alles bezwingt, der unterwirft. Und dies trifft natürlich auf eine gewisse Sorte von Menschen zu. Damit möchten wir nichts zu tun haben, mit der Realisierung dieser Eigenschaft, die mit diesem Namen verbunden ist. Man ahsaha, der wird das Paradies betreten. Wir alle sind, inshallah, jetzt motiviert, weil wir wissen, wenn wir nicht Allah Ta'ala kennenlernen, haben wir unser Leben verschwendet. Und wir haben auf Seelenruhe verzichtet in unserem Leben. Und das Paradies ist etwas, ja, was in dem Sinne fraglich ist, bis zu einem gewissen Grad. Wir alle wollen uns mit den Namen von Allah Ta'ala beschäftigen. Was meint die 99? Bedeutet es, dass Allah Ta'ala nur 99 Namen hat? Ibn Hazm al-Zahiri, der oft nach den Wortlauten bzw. nach einem bestimmten Verständnis vom Wortlaut eines Textes handelte, interpretierte, er sagt, es sind nur 99 und man darf keinen hinzufügen. Unmöglich. Das ist eine begrenzte Anzahl. Aber die Mehrheit der Gelehrten verstand diesen Hadith auf eine andere Art und Weise, wie Ibn Hazm ihn verstand und sagte, der Hadith ist ein Satz, keine zwei Sätze. Allah Ta'ala hat 99 Namen und derjenige, der sie behält, wird das Paradies betreten. Ibn Hazm, er verstand, Allah Ta'ala hat 99 Namen. Wer sie behält,
der wird das Paradies betreten. Aber es ist in Wirklichkeit ein Satz und es wird auch darüber bewiesen, dass auch nach den strengsten Kriterien, weil hin und wieder, wie uns das bekannt ist, wenn Allah Ta'ala etwas mehrdeutig gelassen hat, ja, dann unterscheiden sich die Gelehrten nicht im Großen und Ganzen, im Wichtigen, im Fundamentalen, aber in den minimalen Details. Selbst wenn man die strengsten Kriterien anlegt, es werden immer mehr als 99 Namen herauskommen. Aus der authentischen Sunna und natürlich zuallererst aus dem Koran. Die nächste Frage, die wir klären müssen, ist, und da sind sich auch die Gelehrten nicht einig, sind es spezielle 99 Namen? Müssen es ganz spezielle 99 Namen sein von den x Namen, die uns bekannt sind? Nach Ibn al-Arabi sind es über 1000 Namen, ja, die feststehen aufgrund der authentischen Sunna bzw. aufgrund des Korans, auch wenn das eine sehr hochgegriffene Zahl im Vergleich zu anderen gelehrten Auffassungen ist, sollte uns dies nur zeigen, dass das Spektrum wirklich mehr als nur 100 und etwas Namen beträgt, selbst nach strengeren Kriterien. Müssen es also spezielle 99 sein? Ansonsten wäre diese Belohnung damit nicht verbunden. Ibn Hajar al-Asqalani und al-Razi, sie meinten ja. Und dieser Hadith erfordert dazu auf, dass man alles sozusagen sammelt und verwendet, verinnerlicht auf die uns erwähnten Wege, in der Hoffnung, dass diese 99 dabei sind. Nach anderen Gelehrten, Hauptsache, du hast 99 zusammenbekommen. Selbst im Wissen, dass es noch andere authentische Namen gibt. Und du würdest praktisch diese nicht auswendig lernen, die nicht regelmäßig in deinen Bittgebeten verwenden. Aber weil du 99 auswendig gelernt hast, in deinen Bittgebeten verwendet hast, verinnerlicht hast, Iman daran gehabt hast, verstanden hast und danach gehandelt hast, dann würdest du auch diese Belohnung bekommen. Unabhängig davon, liebe Geschwister, derjenige, der sich auf den Weg macht, die 99 Namen von Allah Ta'ala zu lernen, ich garantiere euch, ihr werdet mehr als 99 lernen. Weil es entwickelt sich eine Liebe, eine gesunde Sucht, eine Sehnsucht Allah Ta'ala gegenüber. Musa alayhi salam, er wollte Allah Ta'ala sehen. Nicht aus Unverschämtheit heraus, sondern aus Sehnsucht heraus. Ibrahim alayhi salam, er wollte sehen, wie die Toten lebendig gemacht werden. Nicht aus Zweifel heraus, aus Sehnsucht Allah Ta'ala gegenüber heraus, liebe Geschwister. Das heißt, derjenige, der sich auf diesen Weg macht, dessen Herz wird eine Süße finden, einen Geschmack finden, den man nie wieder im Leben vergessen wird. Das heißt, vergesst die Diskussion, sind es 99 spezielle oder sind es 99 beliebige? Derjenige, der sich auf den Weg macht, der wird die 99 sowieso überschreiten. Und wie Ibn Khaldun festgehalten hat, wenn man vor der Frage steht, ob Allah Ta'ala ein gewisses Maß an Barmherzigkeit hat oder ein noch gewaltigeres Maß an Barmherzigkeit, er sagte, Ar-Rahim, die Gebärmutter, ist das, was sich ausdehnt und Ar-Rahma ist das, was sich ausdehnte, was die gesamte Schöpfung umfasst, so sollte man immer das wählen, was ein größeres Maß von Allah Ta'ala bzw. Also von seiner Barmherzigkeit festhält. Allah Ta'ala weiß es also am besten. Welcher Name ist denn der besondere Name? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass es einen Namen gibt. Wenn ein Diener Allah Ta'ala mit diesem Namen bittet, Allah Ta'ala wird ihm diese Bitte erfüllen. Und tatsächlich, das ist das Interessante, es gibt mehrere authentische Hadithe, wo jeweils verschiedene Namen erwähnt werden. Ja, jemand erwähnt 4, 5, 6, 7 Namen von Allah Ta'ala, verbindet sie mit einem Bittgebet und der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, er hat Allah Ta'ala mit seinem gewaltigsten Namen gebeten und Allah Ta'ala wird ihm gewiss seine Bitte erfüllen. Es gibt verschiedene Überlieferungen mit verschiedenen Namen, liebe Geschwister. Also welcher Name ist es? Und die Gelehrten, sie sagten, es gibt nur einen einzigen Namen, der in all diesen verschiedenen Überlieferungen erwähnt wird. Der muss es sein. Und das ist der Name Allah, liebe Geschwister. Das ist sein Eigenname. Der Name, der nicht mehrzahlfähig ist. Der Name, der keine feminine bzw. maskuline Form per se hat. Der Name, der sogar von arabischsprachigen Juden und Christen und nicht arabischsprachigen Christen verwendet wird in den Bittgebeten. Heutzutage beispielsweise noch im Lande Malaysia. Und dieser Name wird über 2602 Mal im Koran erwähnt.
das häufig verwendetste Wort im Koran, Allah, Subhanallah. Wir wollen uns, inshallah, nicht nur auf einer gewissen theoretischen Ebene mit den Namen von Allah Ta'ala auseinandersetzen. Wie gesagt, was wir heute besprechen, ist etwas sehr Praxisrelevantes. Bewahre die Namen von Allah auf deiner Festplatte. Verwende sie in deinen Bittgebeten. Handle danach. Habe Iman an diese Namen. Verstehe, was diese Namen bedeutet. Teile sie ein. Ja? Namen, die Hoffnung erwecken. Namen, die Ehrfurcht in einem auslösen. Namen, die eine Eigenschaft beinhalten, die man als Mensch in einem menschenmöglichen Rahmen in sich erziehen sollte. Und Namen wiederum, vor denen man sich zu demütigen hat, weil man nichts verinnerlichen kann, was mit diesen Namen verbunden ist. Wir werden uns jetzt einige Namen zuwenden und Lektionen für unseren Alltag aus diesen Namen, inshallah, ziehen. Angefangen bei Ar-Rahman und Ar-Rahim, beziehungsweise bei Ar-Rahim. Ar-Rahman, dieser Name beinhaltet die Eigenschaft, dass Allah Ta'ala Rahma hat, aber im Nichtmenschenmöglichen, auf eine nichtmenschenmögliche Weise. Und Allah Ta'ala erwähnt auch im Koran, dass Ar-Rahman ein Synonym ist für Allah. Ob man nun Allah Ta'ala bittet oder Ar-Rahman, so ist es dasselbe. Deswegen gebührt diesem Namen eine gewisse Exklusivität. Aber Ar-Rahim, derjenige, der sagt, dass nicht die Theologie der Muslime, sondern die Praxis der Muslime diese Namen und die Konsequenzen, die damit verbunden sind, vernachlässigt, der hat recht. Wenn wir in unsere Häuser ziehen und wir sehen, wie wir unsere Kinder erziehen und wir vergleichen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beziehungsweise seine Prophetengefährten. Der Prophet, Allah segne Friede sei mit ihm, er schlug niemals ein Kind. Und er hat auch niemals ein Kind angeschrien. Und oftmals, und das ist nicht nur ein Phänomen, was jetzt die Muslime oder die Menschen mit Migrationshintergrund muslimischer Natur betrifft, auch in sogenannten westlichen Zivilisationen ist Gewalt in der Kindererziehung etwas, was an der Tagesordnung ist, mehr oder weniger. Das ist also nicht nur ein orientalisches Problem, was ich erstmal hier festhalten möchte. Aber gerade die Orientalen, die Muslime sind, sie müssen sich auf ihre Quellen besinnen. Und da ist eben dieses Maß an Liebe ein größeres und dieses Maß an Strenge ein viel kleineres. Und wenn das eine da ist, wird das andere auch überflüssig. Und gerade in dieser Gesellschaft, wenn man auf das Hier und Jetzt schaut, auf das, was die Situation erfordert, können wir eins festhalten. Dass diejenigen, die eine kontrollierende, strenge Erziehung bekommen haben, aber die nicht durch Vertrauen erzogen worden sind, die haben ihre Fehler trotzdem später gemacht. Und da ist es besser, man erzieht ein Kind im Vertrauen. Man sagt, da hast du deine Box an Süßigkeiten. Natürlich, das ist eine gewisse Stufe, ja, die kriegt nicht jedes Kind sofort. Und was du davon isst, ist deine Verantwortung. Aber du hast verstanden, dass es gesundes Essen gibt, was dich nährt und dein Wachstum fördert und dir ein Energielevel beschert und dass es Essen gibt, was nicht dazugehört. Ich gebe dir diese und jene Empfehlung. Natürlich wird das Kind Fehler machen. Aber die Fehler, die ein Kind mit 7 macht, liebe Geschwister, sind besser als die Fehler, die ein Kind mit 17 macht. Und dass ein Kind aus Fehlern lernen kann, wenn es 7 Jahre alt ist, wird verhindern, dass das Kind Fehler macht, wenn es 17 ist. Und hier geht es um Schokolade, aber wenn das Kind 17 ist, dann geht es um ganz andere Dinge. Das heißt, dass wir ein Kind bestärken, ermutigen, auch Fehler machen zu können, ihm Vertrauen schenken, mit dem Bewusstsein, guck mal, ich kann dich nicht immer kontrollieren, ich will dich auch nicht immer kontrollieren, ich will, dass du selber schlau wirst und weise wirst und stark genug wirst, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und da braucht man, wie gesagt, ein gewisses Feld, wo man sich auch ausprobieren kann. Und das ist harmlos, ja, in den Jahren, die ich gerade angesprochen habe. Ja, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist harmlos. Aber diese Lektionen sind wichtig zu lernen, damit man nicht dann, wenn die Eltern nichts mehr kontrollieren können,
Vielleicht meinen sie es noch, wenn dann diese Fehler passieren. Was wir vernachlässigt haben, wir meinen barmherzig zu sein, aber dies ist im Kleide der Härte, der Strenge. Die Welt da draußen ist umgekehrt. Die Welt kleidet sich barmherzig. Aber realisieren tut man dann, dass damit teilweise schlimme Konsequenzen verbunden sind. Ja? Komm, mach deine Erfahrung, hab Spaß, feiere, erfahre dich, probier dich aus. Und am Ende muss eine noch unreife Seele, 14, 15, 16, 17, Konsequenzen tragen. Vielleicht das Leben lang. Und wir müssen dort, wie gesagt, diesen gesunden Ausgleich auch schaffen. Wie gesagt, und das hat nichts mit der Theologie der Muslime zu tun. Professor Khorshid, oder Herr Khorshid besser gesagt, ich weiß nicht, was an der Theologie der Muslime auszusetzen hat. Es gibt übrigens jetzt auch ein Gutachten vom KRM und von anderen Geschwistern auch, die nachweisen, dass er weder wissenschaftlich gearbeitet hat, damit auch nichts beigetragen hat zu unserer klassischen Theologie, nichts wirklich korrigiert hat, was der Korrektur bedurft hätte. Und damit kann auch nicht die Muslime vertreten. Ja? Jeder, der unwissenschaftlich arbeitet, allein das disqualifiziert ihn schon. Das sage ich jetzt nur nebenbei. Weiter, liebe Geschwister. Namen von Allah Ta'ala, die, wenn wir sie kombiniert verstehen, alle unsere Probleme bezüglich des Materialismus lösen. Allah Ta'ala ist Al-Khaliq, derjenige, der alles erschaffen hat. Allah Ta'ala ist Al-Malik, demjenigen, dem alles gehört, der Eigentümer ist, der absolute Eigentümer. Wir sind in dem Sinne Besitzer, also wenn jetzt beispielsweise ein Schiff untergeht und gewisse Dinge stranden an eine Insel, derjenige, der sie findet, ist in dem Moment Besitzer. Aber der Eigentümer ist derjenige, dem diese Sachen wirklich gehören. Und Allah Ta'ala, ihm gehören diese Dinge, wirklich. Dazu ist er Al-Hasib, derjenige, der abrechnet. Das heißt, wenn er uns etwas gibt, ist es eine Leihgabe und er wird uns auch zur Rechenschaft über diese Leihgabe ziehen. Und Allah Ta'ala ist Ar-Razaq, derjenige, der versorgt, und zwar viel. Und Allah Ta'ala ist Al-Jawad, derjenige Al-Karim, derjenige, der edelmütig ist, der großzügig ist. Wenn wir all das verstanden haben, dass Allah Ta'ala, wie gesagt, alles erschaffen hat, dass ihm alles gehört, dass er zur Rechenschaft ziehen wird, dass er versorgt und dass er großzügig ist, niemals werden Gier oder Geiz, also Gier, dass man mehr haben möchte, und Geiz, dass man das nicht geben möchte, was man hat, aber geben könnte, oder Neid, dass man sagt, ja, wieso hat der eine das? Neid im positiven Sinne, ich will das haben, das ist gut. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسْ الْمُتَنَافِسُونَ. Ja, dass man sich gegenseitig anspornt, das ist gut, das ist schön. Aber nicht, dass man es dem anderen missgönnt. All diese Eigenschaften, dass man sich Dinge und die damit verbundenen Straftaten, Verbrechen, Übertretungen, Diebstahl und Raub und Betrug, Korruption, Vetternwirtschaft, all das wird auf einmal sehr, sehr klein. Nach dem Motto, warum soll ich sowas machen? Das ist doch unsinnig. Ja? Liebe Geschwister, wenn man eine gewisse Stufe erreicht hat, dann werden Sünden unsinnig. Man lacht darüber, warum soll ich so etwas machen? Ist doch total sinnlos, so etwas zu machen. Und dazu noch abstoßend. Sie erwecken in einem Muslim, dessen Herz lebendig ist, damit will ich nichts zu tun haben. Ja, abgesehen davon, dass es etwas Unsinniges ist. In Bezug auf allen materiellen Gütern, liebe Geschwister, Allah Ta'ala sagt im Koran, Kulla man alayha fan, dass alles, was auf der Erde ist, vergehen wird. Alles, liebe Geschwister. Das heißt, wir sollten durch nichts, was irgendwie hergestellt wurde, was uns irgendwie von dieser materiellen Welt lockt, uns in die Irre führen lassen. Allah Ta'ala ist Al-Jamil, liebe Geschwister, er ist der Schöne. Und er liebt das Schöne. Das ist einer der Namen, die von Allah Ta'ala feststehen, liebe Geschwister. Wenn wir jetzt auf die Kategorie achten, was kann ich als Mensch im Menschenmöglichen von diesem Namen umsetzen?
dann werde ich die Sauberkeit und die Reinheit lieben. Weil auf Sauberkeit und Reinheit, darauf kann Schönheit aufbauen. Aber das, was schön ist, beziehungsweise schön wäre, wenn es nicht dreckig wäre, das ist nicht schön, oder? Schönheit und Dreck, Schönheit und Gestank lässt sich miteinander nicht verbinden. Das heißt, diesen Namen, den können wir auf unsere Körperpflege übertragen. Auf unsere Kleidung übertragen. Auf unser Zimmer, was wir haben, bei unseren Eltern übertragen. Auf unsere Wohnung. Auf unser Auto. Auf unseren Arbeitsplatz. Allah, er ist der Schöne, liebe Geschwister, und er liebt das Schöne. Al-Mujib, Al-Qarib, derjenige, der nah ist, derjenige, der die Bittgebete erfüllt. Wenn wir wirklich verinnerlichen würden, dass Allah Ta'ala Al-Mujib ist, wir würden ständig Bittgebete an Allah Ta'ala richten. Denn wir wissen, dass Allah Ta'ala, laut den Worten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mindestens auf eine der drei Arten, beziehungsweise vier Arten, ergänzend, die Bittgebete erfüllt. Entweder du bekommst genau das, worum du gebeten hast. Oder aber, nach Imam al-Qurtubi, einen Koranvers interpretierend, du bekommst das, was besser für dich ist. Und den Hadith weiter fortführend, oder du bekommst nicht das, worum du gebeten hast, aber dasselbe Ausmaß an Schaden, an Heimsuchung, an Prüfung, das wird von dir ferngehalten. Das heißt, du kriegst dein Ferrari nicht, aber dafür brichst du dir beispielsweise auch nicht das Bein. Oder aber, am Tage des Gerichts, fragt Allah Ta'ala den Diener einzeln nach jedem seiner Bittgebete und fragt, ob er es erfüllt bekommen hat, und der Diener sagt, nein, ja. Und dann sagt Allah Ta'ala, schau, was ich für dich jetzt vorbereitet habe. Und der Diener sieht eine riesige Überraschung für ihn. Ein riesiges Geschenk. Bis der Diener sagt, oh Allah, hättest du mir doch nichts erfüllt in meinem diesseitigen Leben. Dann hätte ich alles jetzt von dir bekommen können. Al-Mujib, derjenige, der antwortet, liebe Geschwister. Das heißt, sie sollen viele, viele Bittgebete an Allah Ta'ala richten. Allah Ta'ala ist Ash-Shakir und Ash-Shakur in der Steigerungsform. Derjenige, der Dank erweist. Dank, so wie wir Menschen ihn kennen, kommt von einer Person, die bedürftig ist. Allah Ta'ala, er ist Al-Rani. Er bedarf gar nichts, absolut unabhängig. Aber trotzdem nennt er sich Ash-Shakir und er nennt sich Ash-Shakur. Das heißt, er belohnt auch die kleinsten Taten von den Dienern. Und das ist eine Eigenschaft, die wir im Menschenmöglichen praktizieren können und müssen. Denn der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der den Menschen nicht dankt, der hat Allah Ta'ala auch keinen Dank erwiesen. Dieser Hadith ist in Abu Dawud unter anderem festgehalten und Imam al-Dhahabi erwähnt in seinem Buch über die großen Sünden eine Anzahl von Prophetengefährten, die auch dasselbe bestätigt haben, die diese Botschaft bestätigt hatten. Die sagten, die Undankbarkeit gegenüber einer Guttat gehört zu den großen Sünden. Dem Guten entgegnet man entweder mit dem Guten oder mit der Fürbitte. Das heißt, wenn du einen Gefallen bekommen hast und du kannst ihn nicht erwidern, dann mindestens tust du ein Bittgebet für diese Person sprechen. Zum Thema Al-Rani, dass Allah Ta'ala derjenige ist, der nichts bedarf. Ich bin mir bei einem Punkt nicht sicher, was unser Verständnis oder das Verständnis einiger Muslime anbelangt, wenn wir sagen, etwas für Allah tun. Ich bin mir nicht sicher, es ist nur eine Vermutung oder so ein Gefühl, was man hat, wir können gerne darüber diskutieren, aber dieses für Allah etwas tun. Sag lieber, du tust es für dich, für deine eigene Seele, für deine Religion, für dein Jenseits, beziehungsweise auch für dein Diesseits. Das eine ist mit dem anderen auch verbunden. Aber dieses für Allah, ich weiß nicht, ob das so bei allen, die das sagen, das Richtige ist. Wobei man auch diskutieren kann darüber, ja? Je nachdem, wie die Person das meint. Ob das für das Wohlgefallen Allah Ta'ala ist, was man wiederum braucht als Mensch. Weil Allah, er bedarf keiner unserer guten Taten, von keinem einzigen seiner Geschöpfe. Wir bitten jedes Mal, 17 Mal am Tag, ihdinas sirat al-mustaqim. Und wir bitten jedes Mal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dir allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe. Nasta'in. Wir bitten dich um Hilfe. Allah Ta'ala hat von dieser Wurzel
sich einen Namen gegeben. Al-Mustaran, derjenige, der um Hilfe ersucht wird. Ein Name, der mehrfach im Koran auch Erwähnung findet. Das heißt, Allah Ta'ala nennt sich denjenigen, derjenige, der um Hilfe ersucht wird. Er nennt sich An-Nasir, derjenige, der hilft, der Sieg verleiht. Und wenn wir Muslime das wirklich, wirklich, wirklich verinnerlichen, wird es niemanden von uns geben, der sich in Drogen flüchtet, der sich in ein Partyleben flüchtet, der vor Allah wegrennt, der vor seinen eigenen Problemen wegrennt und sie versucht zu verdrängen. Denn er wird wissen, auf ihn wartet jemand, der ihm helfen will, liebe Geschwister. Und nichts kann Allah Ta'ala in irgendeiner Form herausfordern. Er ist der Allmächtige, Al-Muqtadir. Nichts kann ihn in irgendeiner Form herausfordern oder seine Möglichkeiten überfordern. Allah Ta'ala ist As-Sittir, derjenige, der die Fehler bedeckt. Im Diesseits wie auch im Jenseits. Wenn wir dies bekommen wollen von Allah Ta'ala, liebe Geschwister, was können wir tun? Im Menschenmöglichen dasselbe. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass derjenige, der eine schlechte Eigenschaft, eine schlechte Tat von einem seiner Geschwister bedeckt, überdeckt, dem wird Allah Ta'ala auch seine schlechten Taten bedecken. Und diese Überdeckung, die bezieht sich auf das Jenseits, aber auch auf das Diesseits, liebe Geschwister. Und wir alle haben dies nötig. Wir alle haben dies nötig. Wir alle sind Sünder. Natürlich im Zusammenhang möchte ich auch nochmal hinzufügen, wenn mit dieser Überdeckung kein Schaden verbunden ist. Wenn ich beispielsweise weiß, der Vater weiß, sein Sohn raucht und ich sehe seinen Sohn rauchen, dann muss ich es dem Vater nicht sagen, weil das wird nur seinen Zorn vielleicht unnötigerweise provozieren. Aber wenn ich weiß, der Vater, der weiß davon nichts. Aber es wäre wichtig, dass er mit seinem Sohn darüber spricht, weil er hat eine Beziehung auch zu seinem Sohn. Das ist wichtig in dem Moment. Dann muss ich es dem Vater sagen. Ja? Deswegen raucht nicht vor mir. Ja? Je nachdem, wie ich euch einteile, dann... Das ist auch etwas Wichtiges. Weil manchmal sehen wir jemanden, der macht einen Riesenfehler und wir sagen, oh, ich überdecke das. Der braucht deine Hilfe. Wenn du sie nicht leisten kannst, dann vielleicht irgendjemand anderes, den du informieren könntest. Ja, dass wir da, inshallah, zu unterscheiden lernen. Allah ist Al-Mu'akhir, derjenige, der zurückstellt, der etwas hemmt. Wie können wir das verstehen? Wie sollen wir das verstehen? Ein Name, der übrigens über die authentische Sunna etabliert wurde. Folgender Vers ist die Antwort hierauf, liebe Geschwister. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. Und würde Allah seinen Dienern die Versorgung ausweiten, wir alle wären die Millionäre, ja? Wir alle wären hier super starke Models, schöne, ja? Wir würden von den Gaben dieser Welt einfach alles auf einmal bekommen. Ja. Ich wäre gespannt, wie viele am nächsten Freitag noch hier wären. Das heißt, wenn Allah Ta'ala die Mittel der Versorgung seinen Dienern ausweiten würde, wie dieser Vers es sagt, sie würden Übertretungen begehen. Aber Allah Ta'ala, er bemisst die Versorgung genau. Und er kennt seine Diener sehr gut. Das heißt, wir sollen Allah Ta'ala auch für das danken, was er uns nicht gegeben hat. Denn sicherlich hat er es uns deswegen nicht gegeben, weil wir ansonsten die Grenzen überschritten hätten. Lass uns an dieser Stelle um Vergebung bitten. Allah Ta'ala ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag, liebe Geschwister. Liebe Geschwister, drei Botschaften in Kürze. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass die höchste Stufe die Stufe des Al-Ihsan ist. Allah Ta'ala so zu dienen, als ob man ihn sehen könnte, mit dem Wissen, dass man ihn nicht sehen kann,
aber der Überzeugung verbunden, dass Allah Ta'ala einen stets sieht. Wenn wir dies verinnerlichen würden, dass Allah Ta'ala stets mit uns ist, Al-Sami' ist, Al-Basir ist, Al-Hasib ist, Al-Raqib ist, welche Sünde wäre uns noch möglich? Nehmen wir diese Frage mit nach Hause. Nehmen wir aber auch folgende Realität mit nach Hause. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass alle Menschen Sünder sind und dass die Besten von den Sündern diejenigen sind, die bereuen. Und Allah Ta'ala, er sagt im Koran, inna Allaha yuhibbu at-tawwabin. Allah liebt diejenigen, die bereuen. Wer bereut? Der Richtiges getan hat oder der Falsches getan hat? Natürlich der Falsches getan hat. Das heißt, es ist klar, wir Menschen werden immer einen Fehler begehen. Und Allah liebt es, dass wir dann um Vergebung bitten und ihm gegenüber reuig werden. Welchen Effekt allerdings hat die Reue? Die Reue, liebe Geschwister, sie bringt einen zu den Stufen der Perfektion. Sie bringt einen zum Ihsan, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es beschrieb. Weil wer die Reue praktiziert alltäglich, der wird weniger sündigen, Punkt 1. Punkt 2, wenn er sündigt, wird er weniger schwerwiegend sündigen. Und wenn er gesündigt hat, oder Punkt 3, während der Sünde, die sich ja vielleicht noch steigert, ja, man fängt klein an, auf einmal wird es immer mehr und mehr, er wird schneller abbrechen können. Wir kennen den Hadith von dem einen, der unglaublich in eine Frau verliebt war und er war kurz davor, mit ihr zu schlafen. Kurz davor. Aber dann erinnerte die Frau ihn an Allah Ta'ala. Und oh, das bewegte sein Herz. Warum? Er gehörte zu denjenigen, die Reue praktiziert in ihrem Leben. Das heißt, während einer Sünde oder vor dem Beginn einer Sünde, man vermag schneller abzubrechen und zurückzukehren. Man bereut schneller, man bereut auch intensiver, also nachhaltiger, dass man nicht schon 10 Sekunden später dasselbe wieder macht. Oder 1 oder 2 Tage später. Und durch die Reue, sie begleitet einen durch die Stufen, liebe Geschwister, dass folgendes Zitat wahr wird. Dass die guten Taten, sozusagen der Anfänger, das sind die besten Taten der Anfänger, das sind sogar Sünden für diejenigen, die Profis sind. Und das ist auch klar, das kennen wir aus der Welt. Ja, wenn jetzt irgendjemand eine Matheaufgabe löst in der 3. Klasse, ja, da kann der Mathematikprofessor nur darüber lachen und sagen, ja, was ist das? Ja? Und so ist es auch mit den Taten, liebe Geschwister. Und abschließend, und das ist auch eine sehr gefährliche Sünde, und der Scheitan, er ging diesen Weg. Er machte eben diesen Fehler, dass er die eigene Rechtschaffenheit oder die Rechtschaffenheit, die er leben durfte, auf sich selbst bezogen hat und nicht auf Allah Ta'ala. Das heißt, wenn wir gut leben, dann müssen wir dankbar Allah Ta'ala gegenüber sein. Wir dürfen uns das nicht zusprechen. Und ein Anzeichen, was es gibt, dass man dies nicht tut, ist, wenn man arrogant über andere denkt. Ah, guck den, ich bin besser und so weiter. Ja? Da merkt man schon, man spricht sich das selbst zu, diese Gabe von Allah Ta'ala rechtschaffen sein zu dürfen und eben nicht Allah Ta'ala selbst. Und diese Lektion ist im 94. Vers der 4. Sure festgehalten. Allah Ta'ala sagt im Koran, كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبَلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Ihr wart zuvor genau so gewesen, aber Allah hat euch eine Gnade erwiesen. Und wenn wir uns dieser Gnade nicht bewusst sind, dann kann er uns in sündhafte Zustände wieder zurückversetzen. Ich darf euch an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass wir am 31. Ein Abendprogramm haben, ab 20 Uhr bis zum Fajr-Gebet, mit verschiedenen Vorträgen und verschiedenen Referenten, Khalid al-Bakri, unter anderem Sabir Benatisha und Rida al-Husseini. Und wir haben auch in den nächsten Tagen ein Seminar vorbereitet, was sich dem islamischen Verständnis und der Dawah auch widmet. Bitte informiert euch über die Homepage und über die beiliegenden Flyer hierüber. So hat man auch die Möglichkeit, die Ferientage sinnvoll zu verbringen. Die Khutba an dieser Stelle abgeschlossen. Wir bitten nun die Geschwister darum, dass sie die Spenden sammeln für diejenigen, die spenden wollen, die dies vermögen.
Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud. O Allah, bitte vergebe uns und bitte rechtleite uns und bitte lass uns dankbar sein für deine Rechtleitung. Bitte lass uns dich kennenlernen, deine Namen kennenlernen, deine Eigenschaften kennenlernen, O Allah. Und sie auswendig lernen und sie in unseren Bittgebeten verwenden, sie verstehen, sie verinnerlichen, danach leben, O Allah, und diese auch anderen weitergeben, O Allah. Allahumma amin. O Allah, bitte vergib uns und unseren Eltern und unseren Geschwistern im Glauben und bitte stehe all denen bei, die Krieg und Katastrophen, Krisen, Krankheit, Hunger, Durst, Bedürftigkeit, Trostlosigkeit, Verzweiflung durchmachen, O Allah, und lass uns all diesen beistehen. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma amin.